schon vorher auf einer gewissen katholisch-mystischen-religiösen Ebene gehen in diesem Bereich etwas weiter. Wir kommen jetzt zum japanischen Zen. Das ist eine Art von Meditation in Japan. Nicht das Shinto, sind Jahre mit Raben, nein. Zen. Japan hat zwei Methoden. Die eine Methode heißt Satsu. Und nahm halt der Kursschweiß nicht auf übersetzt. Zweite Methode, da kommt der Schüler zum Meister und bietet von ihm eine Belehrung bzw. einen Krieg vom Meister, eine Aufgabe gestellt, eine unlösbare Aufgabe, sogenanntes paradoxes Rätsel. Das muss er lösen, aber es geht nicht. Klatsche mit einer Hand in deine Hände, so an die Zeit, die Hunde. Gott, mein Gott sind der Koan, wo ich die Außerwelt habe, wenn es nicht Kind heißt, der Ochse und der Mönch. Es lebte mal ein Mönch im Lande hinter Indien. Er suchte die Erleuchtung. Er konnte sie nicht finden. Er übte stundenlang. Übte jeden Tag. Doch irgendwie mal sein Streben ohne Resultat. Da kam ein Mann zu ihm, ein alter Mann mit Bart. Da sitzt sie in seiner schlichten Art. Setzte sie zu ihm und sprach ihn freundlich an. Tag, und der Meister Wu sagte, warum traurigst du? Meister sprach, ich habe alles schon probiert. Mahayana, Pranayana, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Aber nicht geübt in jener Disziplin. Denke immer mehr, dass ich ungeeignet bin für die Erleuchtung. Mein Meister, sag doch, du mir. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Soll ich tun? Was er fließt.
Dank.